Joho Leute, es geht weiter mit Little Big Adventure. Ja, beim letzten Mal haben wir erfahren, dass wir wohl möglich in der Bibliothek etwas über die Legende erfahren würden. Und deswegen sage ich einfach mal, gehen wir zur Bibliothek. Aber erst besuche ich mal das Pferd. Ja, ihr habt richtig gehört, ich besuche das Pferd. Und zwar dieses hier. Hallo Pferd. Hast du schön gesagt. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich guck nochmal, was hier im Fass ist und dann war es das auch schon wieder beim Besuch, mit dem Besuch beim Pferd. Und hier ist nichts drin, schade. Okay, dann war es das wohl. Die Bibliothek ist im nördlichen oder östlichen Teil der Insel. Ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Richtung hier als Norden gilt oder ob diese Richtung hier als Norden gilt. Das liegt halt daran, dass das alles so ein bisschen isometrisch ist hier. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Tut mir leid. Schade. Ja gut, ich sage einfach mal jetzt, das hier ist Norden, deswegen rennen wir Richtung Norden und dann ein bisschen Richtung Osten. Jedenfalls, wenn das hier Norden wäre, dann wäre das Richtung Osten. Und zwar genau hier. So, einmal um die Kurve da, weiter oben, was da noch war. Lass mich in Ruhe. Was da oben war, das soll mir jetzt egal sein. Wir wollen nur zur Bibliothek, da gehe ich später noch hin. Mal gucken, was so die Leute in den Büschen versteckt haben. Geld. Ich sag doch, man findet in den Büschen Geld hier. Mal gucken, im Mülleimer auch noch? Na gut, da gibt's ein Herzen. Aber was soll's? Komm, sammel's auf. Ich hab wieder... Genau, ich hab volle 3 Kleeblätter. Ich habe volle Lebensenergie, volle Magie. Nichts kann uns jetzt momentan im Weg stehen. Und hier sind wir schon... Sind wir auch schon in der Bibliothek. Hallo. Haben Sie etwas für die Legende? Guten Tag. Eigenartig. Legende, nicht wahr? Wir haben die Dokumente über die Legende im Geheimarchiv der Bibliothek. Aber man braucht eine Spezialgenehmigung, um sie einzusehen. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis. Ja, okay, ich sagte, der Personalausweis wäre das nutzloseste Item im gesamten Spiel. Hier können wir ihn aber anscheinend verwenden. Und was passiert wohl, wenn ich ihn jetzt verwende? Jawohl, der Herr. Bitte bleiben Sie hier. Tja, was wird er tun? Natürlich, er ruft eine Wache. Weil wir auf dem Fahndungsplakat drauf sind. Oh, das war ein wenig zu weit in die Richtung. Okay, hier sind wir sicher vor seinen Schüssen. Jetzt kann ich den Verräter hier so ein bisschen mit dem Ball bearbeiten. Er wehrt sich auch gar nicht, deswegen scheint ihm das sogar angenehm zu sein. Oh, eine gute Hälfte Magie habe ich noch. Das sollte reichen, um diesen Soldaten noch auszuschalten. Machen wir mal so hier, komm. Nimm den Ball, friss den Ball. Komm schon. Ja, okay. Also, es ist kein Problem, ihn zu treffen. Er gibt uns sogar noch Geld. Wuhu. Wunderbar. 3 Caches. Und wir können uns mal wieder aus der Kasse bedienen. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir uns aus einer... Ja, das ist das dritte Mal. Einmal aus der Apotheke, dann aus dem Schlosser. Also aus der Kasse vom Schlosser. Und jetzt nochmal 25 aus der Bibliothek. Juhu. Warum hat die Bibliothek überhaupt so viel Geld? Ich meine, durch Bücherverleih verdienen sie so viel. Mehr als der Schlosser. Nicht schlecht. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende. Nicht wahr? Tut mir leid. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ah, schade. Dem Buch hier zufolge gibt es einen See klaren Wassers in Himalaji, im Nordosten der Hauptinsel. Wussten Sie, dass diese Himalaji-Kette unüberwindlich ist? Sie stellt die Grenze zur Nordhalbkugel dar, die Dr. Funfrock evakuiert hat. Dort ist anscheinend die Sonne zu nah. Die Hitze ist unerträglich geworden und die Klimaveränderungen haben mutierende Monster zum Vorschein gebracht. Wenn man bedenkt, bei dem, was der gute Doktor für uns tut, dass Rebellen ihn bekämpfen, eine wahre Schande. Tja, aber sowas soll es wohl geben. Gucken wir mal nach. Auf der Holo-Map. Ich sagte, wir gucken nach. Und jetzt haben wir einmal hier... Moment, nach was sollen wir denn auf der Hauptinsel suchen? War das jetzt nur der Hafen von Beluga? Also hier ist einmal der See klaren Wassers auf der Hamalayi-Kette. Dann haben wir hier das Haus des Fälschers auf der Proxima-Insel. Und was ist das? Achso, ja, es ist tatsächlich nur der Hafen von Beluga, okay. Dann machen wir mal weiter. Hier dürfte noch ein Pummel rumlaufen, genau, du da, und der verrät uns die Lösung zu einem Rätsel, das ein wenig später im Spiel kommt. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende, nicht wahr? Ich habe dies aus einem Buch gerissene Blatt gefunden. Dort steht, bewegen Sie einmal den mittleren Hebel, dann einmal den rechten Hebel. Das ist sicher die Lösung eines Problems. Richtig. Okay, das merken wir uns schon mal. Einmal rechts. Nein, Quatsch. Einmal in der Mitte und dann einmal rechts.
Und ja, irgendwann wird uns das sicher nochmal nützlich sein. Hallo. Guten Tag. Du liegst gerade. Was liest du denn da? Diese Legende, nicht wahr? Liest du gerade etwas über die Legende? Komm schon. Wussten Sie, dass Dr. Van Vogt Büsten seines Bildnisses hat aufstellen lassen, um uns zu beschützen? Alle, die keine Sockel haben, werden auf uralte Spiegel gestellt. Spiegel? Wenn sie unzerstörbar sind, sieht man sie wenigstens nicht mehr. Du meinst Siegel, nicht Spiegel. Okay, noch etwas, das wir uns merken sollten. Die Büsten von Dr. Van Vogt ohne Sockel. Darunter befinden sich Siegel von Sendell. Hallo, hast du uns noch was zu sagen? Du weißt bestimmt was über die Legende. Du siehst schon so aus. Vor allem, weil du im Steinboden gräbst. Guten Tag. Eigenartig, diese Legende. Nicht wahr? Ich kann in die Tür des Geheimarchivs dieser Bibliothek öffnen. Ich wusste es. Ein Buch, das von der Legende handelt. Aber dafür möchte ich, dass Sie den Geschmack des Leitungswassers ändern. Das ist das Einzige, was ich trinken kann. Aber es schmeckt nicht gerade famos. Ja, das hat uns ja auch schon der Dicko in der Kneipe gesagt, dass das Leitungswasser überhaupt nicht schmeckt. Ich kann nicht in die Na gut, der sagt nichts Neues. Denn soweit ich weiß, hat sein Doktor ihm verschrieben, dass er nur Leitungswasser trinken darf. Deswegen sollten wir den Geschmack ein wenig verbessern. Wir gucken nochmal hier in den Kinosaal. Und da sitzt noch ein Dicko. Hallo. Guten Tag. Wie geht's dir? Ich würde dir gerne helfen, aber außer Kino kenne ich wirklich nichts. Viel Glück. Würde mich jetzt auch gerne hier so in den Saal setzen und gucken. Ich bin ein Fan von Star Wars. Die nächste Folge der Saga erscheint demnächst. Darum habe ich bereits meinen Platz im Vorführraum reserviert. Jetzt ist natürlich bloß die Frage, welche Folge ist das? Also, das dürfte dann ja entweder die zweite oder die dritte, also Episode 5 oder Episode 6 gewesen sein. Aua. Denn, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel 1994 herausgekommen ist, da war garantiert noch nicht Episode 1 draußen. Ich meine, die wäre irgendwann wirklich schon im nächsten Jahrtausend erschienen. Zumindest, soweit ich mich erinnern kann. Also wenn ihr wisst, welche Episode dann da rausgekommen ist, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich weiß es leider nicht. Und naja, ich finde Star Wars eigentlich ganz cool, aber es interessiert mich jetzt nicht so sehr, dass ich da total der Nerd bin und alles weiß. Ich habe halt die Filme gesehen und ich habe ja The Force Unleashed gespielt und ein bisschen von Knights of the Old Republic. Und das darauf beschränkt sich dann auch schon mein Star Wars Wissen. Also... Es ist halt cool, aber es ist nicht so das unglaublich Beste. Aua, nein, 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 nein. Oh Gott, geh weg, tötet uns nicht. Verdammt, nein. Jetzt schießt der auch noch auf uns. Ich glaube, nein, ich habe noch sehr viel Leben, okay. Okay, ich gehe andersrum. Dann zeige ich euch mal, wo es hier weitergeht. Denn da sind mir jetzt die Soldaten zu nervig. Und was für eine Überraschung, wir kommen wieder beim Hasi voraus. Und der andere Hasi schießt schon wieder auf uns, na toll. Aber das soll uns nicht weiter stören. Da sind Minen, da gehe ich besser auch nicht lang. Ich habe keine Lust, in die Luft zu fliegen. Mal schauen. Oh Gott, der Panzer. Warum fährt... er hat uns gefunden. Okay, der Panzer ist nicht wirklich sehr effektiv. Ich hätte jetzt erwartet, dass der viel weiter schießen kann. Aber die Kugeln von dem sind nicht sehr effektiv. Nein, sind sie nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Und wo sind wir? Was steht auf dem Schild? Klumpfußstraße. Und diese Frau, die da so viel gebrabbelt hat, hat uns doch erzählt, dass wir zu ihrer Freundin in die Klumpfußstraße gehen sollen. Und untersuchst du bitte die Blumen? Los, Twinson, da ist bestimmt was drin. Na komm, okay, er will irgendwie gerade nicht. Jetzt geht's. Komisch, wenn ich mich wegdrehe. Na egal. Gehen wir mal rein und besuchen ihre Freundin, denn die hat uns vielleicht noch etwas zu erzählen, was es mit dem Ganzen auf sich hatte. Hallo. Dame in Gelb. Tag, junger Quetsch. Du kannst doch gerne schneller reden. Julia hat mir viel von Ihnen erzählt. So, Sie kennen Julia. Das ist ein nettes Mädchen. Sie sieht ein bisschen zu viel fern, aber ja. Ihre Geschichte ist schon etwas dran. Jemand hat ein Kleeblattkästchen auf der kleinen Insel vor meinem Haus vergessen. Das Wasser ist für ein Boot nicht tief genug. Deshalb müsste man fliegen können, da die Brücke eingestürzt ist. Na toll. Also wenn das Wasser nicht tief... nein, ich möchte nicht nochmal mit dir reden.
Das wollte ich machen, genau. Das Geld aufsammeln. Also wenn das Wasser noch nicht tief genug ist für ein Boot, dann könnte man noch einfach durchschwimmen, oder? Oder durchwarten. Aber natürlich, Twinsen kann nicht schwimmen, selbst wenn das Wasser irgendwie nur so tief ist wie er selber. Nee. Das ist natürlich ein kleines Hindernis. Und wir kriegen Geld. Wow. Hier könnte ich eventuell auch mein Geld auffüllen. Wobei ich glaube, das geht in der Bibliothek viel effektiver, weil wir dann jedes Mal nach dem Rausgehen die Kasse wieder plündern können. Nachdem wir natürlich den Soldaten besiegt haben, den der Typ da ruft. Aber da sind jedes Mal 25 Caches drin und das lohnt sich auf jeden Fall ziemlich dicke. Und hier ist die besagte Brücke, die zerstört worden ist. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht ins Wasser falle. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Vielleicht kann ich aber. Ja, darüber wollen wir hin. Also da drüben wollen wir hin. Leider kann ich jetzt nicht zeigen, dass da wirklich ein Kleberkästchen drauf ist. Aber das werden wir uns später holen, wenn wir ein gewisses Item haben, mit dem wir über das Wasser rüberkommen. Aber das haben wir jetzt leider noch nicht. Und jetzt muss ich ein wenig aufpassen, denn da ist der Motorrad. Und nichts passiert. Moment, ich muss näher ran. Jetzt. Der Soldat kommt raus und erleichtert sich mal da an den Bäumen. Naja, wollen wir mal nicht stören und schnappen uns stattdessen sein Motorrad und benutzen den Treibstoff, den wir gekauft haben, um zum Wasserturm zu fahren. Denn das dürfte der beste Ort sein, an dem wir die Wasserqualität verbessern können. Und hier, das ist wirklich ein Fahrzeug, das wir zwar selber steuern, beziehungsweise das Zwinsen selber steuert, aber wir selbst können es nicht fahren. Im zweiten Teil gibt es ja das Auto von Twinsen, das wir dann selber steuern können. Aber im ersten Teil hat es ja leider nicht geklappt. Genauso wenig wie den Roboter. Wo ich immer noch nicht weiß, was er eigentlich bewirken sollte. Es ist halt immer noch nur eine Vermutung. Ach, Twinsen kann sowieso nicht schwimmen. So, wenn ich auf Blumen trete, passiert irgendwie. Wenn ich auf Blumen trete, passiert übrigens noch etwas. Hört mal ganz genau hin. Ja, ihr hört richtig. Die Blumen mögen das nicht, wenn man auf ihnen rumtrampelt. Also merkt euch das. Blumen niemals zertrampeln. Ja, das ist schon wieder nur hier unser Haftbefehl, wie auch immer. Unser nee, nicht Strafzettel, hier. Dings, Fahndungsplakat. Ja, wir haben ein eigenes Fahndungsplakat. Der scheint uns echt nicht zu mögen. Treibstoff? Nein, Zaubertrank. Haha. Wahrscheinlich wird das Motorrad mit Zaubertrank angetrieben. Das würde erklären, warum wir dahin fahren können. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Verzeiht mir, dass ich gerade Blödsinn labere. Die Beamzelle hier ist glücklicherweise deaktiviert. Wir können sie auch nicht aktivieren. Und das würden wir sowieso nicht überleben, wie uns ja bereits eine Dame erzählt hat. Stattdessen gehen wir doch mal hier runter. Und was finden wir hier in den Pilzen? Ein Herz. Ja, Herzen kann ich gerade gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht. Ach ja, genau, diese Soldaten vor der Bibliothek haben mir so viel Schaden gemacht. Und zwei Kleeblätter. Moment. Kriege ich die nochmal, wenn ich hier rausgehe? Dann würde ich nämlich gerne ein Kleeblatt dazu verwenden, mich ganz zu heilen. Und dann einfach ein neues aufsammeln. Das ist nämlich hier ziemlich praktisch. Also hier kann man gut auch Kleeblätter auffüllen, wie es scheint. Aber dafür muss man natürlich Treibstoff ausgeben. Da ist das in der Altstadt wesentlich bequemer. Okay, ich benutze ein Kleeblatt. So, wir sind wieder voll aufgepumpt hier. Sogar die Magie ist aufgefüllt worden. Und dann sammeln wir doch mal das Kleeblatt ein. Wunderbar, alles wieder voll. Dann kann es ja weitergehen. Mal schauen, da ist die Quelle. Also nicht die Quelle, sondern hier, dass so Baden drin verboten ist. Die Herzen brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber das Geld kann ich gebrauchen. Vier Caches, Dankeschön. Was steht denn da? Wasserdienst der Hauptinsel. Nichts in die Zisterne werfen. Genau, denn alles, was wir in die Zisterne werfen, das kommt geschmackstechnisch weiter unten an. Und ja, wir haben natürlich gerade ein gewisses Item, das wir aus einer gewissen Apotheke geholt haben. Und das können wir hier benutzen. Tja, wir schütten einfach den Sirup in die Wasserquelle hier von der Zisterne. Und man sieht schon, es hat sich rot gefärbt. Das dürfte jetzt nach Kirsche schmecken. Stellt euch mal vor, ihr macht euren Wasserhahn an, um euch etwas zu trinken zu holen. Und dann schmeckt das Ganze nach Kirsche. Wäre doch auch mal was. So, ich klettere nochmal hier hoch und dann mache ich einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder.